Schön. Hier ist niemand. Den da oben übernehme ich wieder. Den da unten. Oh, der ist abgehauen. Und wohin? Oh, hallo, du überlebst noch? So, der Ober ist in der Lage dazu. Sonst ist hier oben aber scheinbar nichts mehr. Hallo, ich möchte bitte... Würdest du bitte einfach dahin laufen? Mein Gott, dann eben nicht. Machen wir das Ganze doch so. Bin ich froh, dass wir S-Fähigkeiten so gut sind. Ansonsten hätten wir hier ein Riesenproblem. Weil uns die Tatsache hier regelmäßig mit ihren MS-Fähigkeiten auf den Keks gegangen wären. Und ihr seht ja, wie viele es hier gibt. Und sobald einer von denen einen Aquanauten gesehen hat, dann geht es richtig los. Ist hier noch was? Oder hier? Ja. Ja, ja, ich weiß. Du kannst mal nach oben gehen. Und Überraschung, hier sind ja einige Leute. Ich kann gar nicht so viel rumballern, wie ich gerne möchte. Der gehört uns schon, der auch. Nein. So, da haben wir doch ein bisschen aufgeräumt. Aber es gibt tatsächlich immer noch Leute. Das gibt es einfach nicht. Dann wird es wohl Zeit, die ganzen Rookies nach draußen zu schicken. Genau wegen Leuten wie dir. Dann hoffe ich mal, dass es das allmählich war. Nein, bitte nicht. Ja, manchmal reicht da ein einziger Angriff von denen. Und unsere Einheiten sind nicht mehr froh. Und werden es auch nicht mehr. Wen haben wir hier noch? Es ist unglaublich, wie viel es noch gibt. Ja, den nehme ich mit. Ah, keine Munition. Komm, ich nehme ihn trotzdem mal mit. Klau mir mal von dem. Nächste Runde ein bisschen Munition. Das ist echt eine gute, ein guter Plan. Guter Plan. Munition. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ein hierhin, ein dorthin. Klack, klack. Und dann sehen wir uns hier noch ein wenig um. Da oben. Einer. Hierhin. Einer dorthin. Da haben wir doch noch jemanden. Das war jemand noch von der ganz unschönen Sorte. Oh, da oben. Noch nicht der letzte. Ah, hier drüben kann auch welches sein. Dann töte ich mal fix den hier. Nein, sondern so. Und nehme noch die Munition mit. Und dann wird im zweiten Level ohne Gnade das ganze Ding auseinandergenommen. Weil ich mich erinnere, dass es auch nicht so einfach war. Komm schon, wo ist der letzte? Na, hast du wohl Schiss? Mit Grund, mein Freund, mit Grund.
Ja, komm. Mehr von dem Zeug schadet nicht. Und dann, viel mehr geht nicht, oder? Ich könnte natürlich alle meine Einheiten hier zu diesem, zu dem Feld hier bringen und dann die Mission abbrechen, dann komme ich auch ins nächste Level. Da. Aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte gerne alle Aliens umbringen, damit ich hier alles bergen kann. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Dass meine Soldaten ja auch fliegen können. Oder schweben. Mein Freund, das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Wow, hier ist aber was los. Die Ecke also. Im Wesen habe ich endlich gefunden, wonach ich suche. Das habe ich auch noch rausgeschickt. Ansonsten war es das aber, ja. Das sieht übrigens immer noch sich selbst. Weil ich ja mehrere Felder von dem übernehmen muss, bis er völlig unter meiner Kontrolle ist. Kleiner Bug. Hier haben wir noch einen Truppenführer. So, wir haben doch hier irgendwo irgendwen mit einer großen Waffe. Ja. Zum Beispiel den. Zack. Nach oben. Dann kann ich hier über alles drüber. Und muss mir nicht Sorgen machen, dass ich mit irgendwas kollidiere. Halt, dorthin. Dort, dort. Müsste reichen. Rücke ich die eben noch ein bisschen auf die Pelle. Sehr schön, das war's. Ja, Enzengriff auf eine Kolonie der Alien. Nach dem ersten Level sind sie nun im Herzen der Kolonie. Ihre Aufgabe besteht darin, die Kommandozentrale zu zerstören, den Synomium-Apparat zu bergen oder alle Aliens zu eliminieren. Um das Spiel abzubrechen, bringe sie alle Aquanauten zum Startpunkt und klicken sie als Icon Einsatz abbrechen an. Jegliche funktionstüchtige XCOM-Ausrüstung wird zur Basis zurückgebracht. Also, ich kann das Level gewinnen, indem ich die Kommandozentrale zerstöre, also den Synomium-Apparat, indem ich alle Aliens töte. Und zweiteres wird mein Ziel sein. Genau, das ist okay. Und dann... schaue ich mir das mal fix an. Ja, die Titan ist hier gut ausgerüstet. Der Nikolai. Hier ein bisschen was. Machen wir das doch mal lieber so. Und geben den Leuten hier ordentlich Munition. So, was habe ich hier noch? Einen vollen habe ich noch. Gut. Genug Munition. Ja, so sieht es im Inneren einer Alien-Kolonie aus. Das Problem ist, im Gegensatz zu den Aktivitäten der Aliens bin ich hier völlig ungeschützt und starte einfach irgendwo. Ja, zum Teil schon mit Aliens direkt vor meiner Nase. Und genau, da muss ich jetzt ein wenig aufpassen. Und irgendwer hatte doch Energie verloren. Ja, die Tatjana. Die müsste ich am besten gleich heilen. Heile, heile. Gut. Dann schaue ich mich mal erstmal ein bisschen um. Diese komischen Pulsdinger sind Fahrstühle. Hier ist es soweit okay. Und ich weiß noch nicht ganz genau, gegen was ich hauptsächlich kämpfe.
Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Weil im Gegensatz zu dem Simurmium-Apparat-Missionen habe ich hier keine so perfekte Strategie. Ah, nein. Ach, der Zombie-Sandro hier völlig ungeschützt, das gefällt mir. Die Aufnahme abgeschmiert. Alles kein Problem, alles kein Grund zur Panik. Ich muss jetzt nur mal schauen, wo wir gerade waren. Okay. Die übernehme ich direkt mal. Komische Dinger. Da ist noch einer. Ich mache es ja um die Ecke. Das hat mich aber echt erschreckt. Vor allem mit dem O mit unserer stärksten Einheit. Das wäre echt ein Desaster gewesen. Der Christian kann noch keine Tentakulaten übernehmen, aber fast. Truppenführer, der hat sich selbst schon fast erledigt. Oh ja. Ganz knapp. Kann ich hier mal hin tun? Nach oben vielleicht? Oh ja, nach oben ist gut. Dann... Wie schnell ist denn der? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, so gefällt mir das doch. Einer mit einer dicken Wumme. Ja, die Hummermenschen können richtig hässlich werden, weil die halt diese extrem starken Nahkampfangriffe können und weil sie relativ viel aushalten. Ja, sag ich doch. Halten relativ viel aus. Dann Feuer. Der ist nur ohnmächtig. Das Ding brauche ich noch. Neben. So, habe ich hier noch irgendwo Aliens? Ja, da hinten ist der Tentakulat. Und sonst war es das erstmal soweit. Hm? Ja, das andere hier irgendwo und nirgendwo. Kann ich nur hoffen, dass ihm nichts passiert. Und hier hinten sind auch noch Soldaten. Dann hoffen und beten. Also das Beten können wir mal vergessen, weil ich bin auch nicht gläubig. Gut, der Tentakulat hat sich schon mal erledigt. Dann haben wir hier noch einen zweiten. Den kann der Oma übernehmen. Und dann schicke ich ihn ebenfalls mal irgendwo hin in den Tod. Alien sein. Ja, super, was habe ich hier irgendwo einen Tentakulaten umschweben. Da unten. Das geht ja noch. Und der O, den hätte ich ja gerne irgendwo hin. Genau, nach da zum Beispiel. Ja, versteck dich ein bisschen. Die Galine kann ich mal noch hinhocken. Die halten auch aus. Nur betäubt. Oh, Nikolas hat es erwischt, wahrscheinlich durch den Impuls. Durch den Störimpuls. Nein!
Das Problem habe ich öfters, wenn das Spiel so ein bisschen hängt, wie jetzt auch. Dann klicke ich und dann denke ich, das ist schon aufgeklappt, dann klicke ich halt automatisch hier drauf. Dann reagiert das Spiel nicht mehr richtig. Kann passieren. Okay, hier ist soweit alles in Ordnung. Dann haben wir hier unten noch ein paar Einheiten. Ja, so eine Alien-Kolonie ist auch extrem verwinkelt und überall können sich noch Aliens herumtreiben. Das macht die Sache halt nicht gerade einfach. Und abgesehen davon, dass es eben auch auf mehrere Ebenen verteilt ist. Ja, dann kann ich mich wirklich nur darauf konzentrieren, dass ich hier nach und nach die ganzen Ebenen durchgehe. Ist auch wesentlich größer als so ein Artefaktstandort. Sandro. Der sieht hier soweit erstmal nichts. Und hier. Ist auch alles gut. Und dann wollte ich noch den Tentakulaten wieder aufspüren. Der war hier. Damit der mir nicht. Ach ja, nächste Runde erst. Damit er mir nicht verloren geht. Geh weg. Ja, so ist brav. Da ist immer noch jemand. Tja, gegen die Hungermenschen fehlt mir einfach noch eine ganz bestimmte, sehr effektive Waffe. Aber das kann ich gerade noch nicht ändern. Also die Kiemenmenschen haben ja als Ungetüme, also haben ja die Ungetüme als Terroristeneinheit. Die Tarsaus und Hummermenschen haben vorwiegend Biodrohnen als Terroreinheit. Und die Aquatoiden haben noch eine andere. Und genau die hätte ich ganz gerne. Damit könnte ich dann eine neue Waffe erforschen. Dann hätte ich mit den Kollegen hier schon ein bisschen leichteres Spiel. Oh. Hat er nachgeladen? Nein. Dann schicke ich den mal hier runter. Lass hier mal einfach so erschießen, so wie er jetzt da steht. Endlich ist mal einer tot. Okay, und dann hatten wir doch noch diesen Tentakulaten. Den hätte ich gerne. Ach, Mist, 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 Mist. Ja, ja, ja. Dann kommt er uns ja halt ein bisschen zu sehr beladen. Der Nikolai. Okay, wen haben wir hier noch? Ach, den O. Gehen wir irgendwo dahin. Und der Carlos. Der Werner kann mal hier einen Dummy spielen. Ach, ist gar keine Tür. Also ich habe schon sehr häufig so gemacht, dass ich ja, nur den Mumienapparat zerstört habe und habe dann mich zurückgezogen. Weil das Ding halt so riesengroß ist und verwinkelt und ja, nicht gerade einfach. Im Moment läuft ziemlich gut. Noch keine Einheit verloren. Gefällt mir. Komische Dinger. Kann ich auch nicht drauflaufen. Weiß ich nicht, was es sein soll. Okay. Ach ja, der Sandrohr. Umsehen. Den sollte es ja nach Möglichkeit nicht erwischen. Ja, super. Der steht jetzt auch ganz grandios. Tja, hilft ja nichts, früher oder später muss ich die Leute mal verteilen. Also los. Nutze ich bei dem eh nicht. Wie geht's dir so? Doch, dem geht's gut.